Hallo und herzlich willkommen zu den Nerd Y News am 3. November 2021. Freifunk bestraft. FreifunkerInnen wollen eine bessere Gesellschaft erreichen, indem sie freie Infrastrukturen und offene Funkfrequenzen schaffen. Mit anderen Teilnehmenden kann man dann frei telefonieren, Nachrichten schicken oder, wenn angeschlossen, auch deren Internet nutzen. Dies wurde in Köln kriminell ausgenutzt. Eine unbekannte Person hatte über genau so einen freien Zugang 2015 Raubkopien ins Netz gestellt. Gehaftet hat dafür die heute 70-jährige Besitzerin des Routers und Mutter des Freifunkers, welcher kein VPN zum Schutz installiert hatte. Warner Bros. Entertainment klagte und gewann am 23. September diesen Jahres. Die 70-Jährige muss 2000 Euro Strafe zahlen, obwohl sie keinen eigenen Computer besitzt, noch Fähigkeiten zur Medienpiraterie. Problem ist die sekundäre Darlegungslast. Die Verurteilte hätte eine verantwortliche Person mit ladungsfähiger Anschrift präsentieren müssen, damit die Klage hätte abgewiesen werden können. Sie wurde wegen fahrlässigem File-Sharing verurteilt. US-Senator für mehr toxische Männlichkeit. Josh Haley ist Senator für den Bundesstaat Missouri im Senat der USA und sagte dort Folgendes. Können wir uns wirklich wundern, dass sich nach Jahren, in denen gesagt wurde, dass Männer das Problem sind und dass ihre Männlichkeit das Problem ist, sich immer mehr Männer in die Enklave des Müßiggangs, der Pornografie und der Videospiele zurückziehen? Seine Strategie? Anzahl an Arbeitsplätzen im Produktionssektor erhöhen und neue Steuererleichterungen für verheiratete Paare einführen. Dass sich Aussage und Strategie Haleys stark an der Kommunistischen Partei Chinas und deren Umgang mit Videospielen und Darstellung von Männern in Medien orientiert, scheint wenig zu stören. Eigene Meinung. Es ist ein klassisches Beispiel für konservative PolitikerInnen, die Mannsein und toxische Männlichkeit verwechseln. Exemplarische Klischees für Männer? Du musst stark und sportlich sein. Du darfst keine Gefühle zeigen, außer Wut vielleicht. Du musst Frauen besitzen, um deine Männlichkeit zu beweisen. Haley benutzt hier gezielt Populismus und gießt Öl ins Feuer all jener, die sich abgehängt fühlen. Da diese Klischees heute so weit weg von der Realität sind wie nie zuvor, feiern anachronistische Männer und Frauen solche Aussagen. Sie glauben an die Klischees. Übrigens, Haley ist bekannt als Anwalt, erfolgreich eine Firma vertreten zu haben, welche aus religiösen Gründen keine Verhütungsmittelpauschale in der Krankenversicherung ihrer Angestellten zahlen wollte. Ich wünsche euch einen guten Weltmännertag und gebt auf euch Acht. Jim Carrey wird MODOK? Es ist ein Gerücht, aber Jim Carrey soll ins MCU kommen. 2022 soll Carreys MODOK in der Serie She-Hulk auftauchen, wie in Ant-Man and the Wasp, Quantumania 2023. Fans sind gespalten. Viele freuen sich über einen fantastischen Schauspieler für die Rolle, andere haben Angst, dass ihr MCU zu albern werden könnte. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, werden wir sehen. Das war's für heute von mir. Morgen muss ich leider auf die Erde, weshalb es keine Folge geben wird. Bitte drückt den Abo-Button, den Like-Button und kommentiert, wenn ihr wollt, dass ich länger auf Y-Station für euch auf Sendung bleiben kann. Und bis dahin, bleibt der Regenbogen.